Die sieben Flüche lauten wie folgt. Durch die Tore des unbetrauerten Hauses, durch das die Spötter spotten und die Pläne-Schmieder ihre Ränke schmieden, von den Hallen des Hauses, des geborenen Eides, klingen die sieben Flüche des Gottes Lästern. Erster Fluch, der erste Fluch des Feuers, zweiter Fluch der Asche, dritter Fluch, der Fluch des Fleisches, vierter Fluch, der Fluch der Geister, fünfter Fluch, der Fluch des Samens, sechster Fluch der Verzweiflung, siebter Fluch der Träume. Eure Abschrift von die sieben Flüche bestätigen unsere Vermutung darüber, wie die Verse zu interpretieren sind, in Kurzform. Sieben Flüche kommen von Haus Dagon oder von Haus Dwema oder von beiden. Feuer und Asche kommen aus dem Roten Berg. Fleisch ist Korpus. Geist, Samen und Verzweiflung sind unklar, aber der Fluch der Träume scheint sich auf Fälle von Seelenkrankheiten und die Schläferangriffe in der dazu beziehen. Ja, das stimmt. Weil Dagon-Ur scheint ja die Träume so mancher tun mal hier zu manipulieren. Und auch die unserer. Also, die verlorene Prophezeiung. Aus dem siebten Zeichen der elften Generation. Weder Hund noch Gua, weder Saben noch Ege, aber der aus dem Drachen geborene und durch einen fernen Stern bezeichnete, fremde Wiedergeborene unter dem Roten Berg, der gelobte Gast, der den sieben Flüchen begegnen kann, mit einem Stern gesegnete Hand schwingt die dreimal verfluchte Klinge und die Ernte des unbetrauten Hauses einzufahren. Um die Ernte einzufahren. Ich habe euch Abschrift von die verlorenen Prophezeiung nach besten Kräften interpretiert. Zusammenfassend könnte man sagen, ein Fremdländer in der Fremde geboren, doch als Gast willkommen, begegnet den sieben Flüchen am Roten Berg. Seine Hand, gesegnet von Azura, nutzt eine verfluchte Klinge, um Haus Dagoth oder Haus Dwema oder beide Gerechtigkeit zu bringen. Der Nerevarine? Ein Fremdländer? Das würden viele Aschländer nicht gefallen und könnte erklären, warum die Prophezeiungen verloren gegangen sind. Gibt es etwas Zynerisches? Die Aschländer hassen Fremde. Und dann ist der Nerevarine auch noch ein Fremdländer. Wie zynisch ist das? Befester, ich liebe euch. Also, euer Zynismus. Ja, hab ich schon. Nereva? Hier habt ihr übrigens ein paar Bücher aus unserer Bibliothek. Die könnten für euch von Interesse sein. Jedes der Bücher vermittelt einen anderen Eindruck von Nereva. Nerevarine? Unsere Interessen am Nerevarine war einst einer Sache des Prinzips. Eine Bereitschaft. Ein Hobby sozusagen. Die Gültigkeit der mythischen Erkenntnisse anzuerkennen, die von der Doktrin des Tempels abgelehnt werden. Dagon-Ur wird jetzt immer stärker und das Tribunal immer schwächer. Und die Rückkehr des heiligen Nereva ist möglicherweise unsere beste Hoffnung auf Rettung, auch wenn er nur im Geiste wiedergeboren werden sollte. Im Geiste! Ich bin also ein Geist für dich! Okay! Rückkehr nach Vivek? Ja, Vevrana, Arion, ein Mönch an den Docks draußen kann euch eine Reise zurück nach Vivek buchen. Buchen? Also, so wie buchen halt. Aber so lange kann ich nicht warten, bis die Abreise gebucht ist. Ich hätte fast Flug gesagt, aber wir checken, hier gibt es keine Flugzeuge. Wie man halt ein Flugzeug bucht, ne? Ach, vergesst es. Ihr könnt Tolamaya nur bei Morgengrauen oder in der Abenddämmerung betreten und verlassen. Aber macht es euch doch bequem. Ruht euch in unseren Betten aus und nutzt unsere Dienste. Ihr könnt unsere Bücher lesen. Aber nehmt sie nicht mit. Nutzt unsere Gastfreundschaft nicht aus. Nehmt keine persönlichen Gegenstände oder alchemistische Apparate oder Zutaten oder andere Eigentümer mit. Weißt du, ganz ehrlich... Nur in der Morgen- oder Abenddämmerung das Kloster hier verlassen? Wer kam auf diese bescheuerte Idee?
Ich meine, wenn hier jetzt mal so ein Notfall passiert, was ist, wenn der Tempel auf einmal hier irgendwo anfängt zu brennen und ihr keine Fluchtmöglichkeit habt, weil es nicht die Stunde der Azura ist? Dann sterbt ihr alle. Oh Gott. Hat da echt keiner dran gedacht? Na gut, es gibt ja immer noch MCV Intervention und göttlicher Eingriff. Ich will nichts gesagt haben. Aber rein theoretisch. Aber Oblivion gibt es das ja nicht mehr. Was ist, wenn mal sowas passiert? Ich meine, ich will jetzt nicht mich auf Sachen beziehen, die zwischen Oblivion und Skyrim hier in Morrowind passieren, aber ihr seid schon gelackmeiert, wenn das passiert, ne? Aha. Und dann... Ach. Verloren Prozeihung habe ich ja schon dich ausgequetscht. Ach, herrje. Ne, Meramilo? Ja, komm, wir lesen ein paar Bücher. Verlorene Prophezeiung. Ist das das Gleiche, was... Doch, das ist das Gleiche, was ich... Aber die Anmerkungen sind nicht gleich. Zeile 1 bis 3. Aus einer alten Familie, aber nicht aus den vier großen Aschländerstämmen, unter einem fremden Stern geboren und das Zeichen des Drachen, das kaiserliche Zeichen. Zeile 4 bis 5. Fremdländischer Wiedergeborener scheint als formelles Beiwort und hebt so die Verbindung der Wörter miteinander hervor. Die fremdländische Wiedergeborene ist ein gelobter Gast, einer, der nicht in den Stämmen geboren, aber als Gast akzeptiert wird, mit dem Recht am Herd zu sitzen und gastfreundschaftlich behandelt zu werden. Ich darf am Herd sitzen! Oh. Das ist doch wieder so ein typisches Ding, Frauen gehören in die Küche! Ich fühle mich diskriminiert. Ja, in diesem Fall diese Küche, ne? Aber... Unter dem Roten Berg wird er sich mit den sieben Flüchen auseinandersetzen müssen. Siehe auch die Prophezeiung der sieben Flüche. Dagodur wird von seinen sieben Brüdern verteidigt, die einst große Zauberfürsten waren und von den Aschländern als Aschevampire bezeichnet werden. Ja, die werden wir auch noch alle treffen. Habe ich auf jeden Fall vor. Mit einem Stern gesegnet, weist auf Azura hin, der Dätra und Schutzherrin der Magie, des Schicksals und der Prophezeiung. Die dreimal verfluchte Klinge bezieht sich möglicherweise auf eine Waffe, die wir Seelenklinge nennen und die in einigen Legenden mit der Schlacht am Roten Berg und dem listigen Dwemer-Fürsten Kakrenak in Verbindung gebracht wird, der einen Scheißnamen hat, weil ich ihn nicht aussprechen kann auf Anhieb. Vielen Dank. Ich glaube, ich nenne dich nur noch Kagre. Oder Kack. Kack doch. Ja, Kack doch. Dwemer Fürst. Ja. Hat alle eigene Oblivion eben, ne? Mehr oder weniger. Ihr erntet, was ihr sät. Mit anderen Worten, ihr erhaltet so viel, wie ihr verdient. Sowohl im positiven Sinne als einer... Im positiven Sinne eine Belohnung, als auch im negativen Sinne einer Bestrafung. Das unbetraute Haus kann sich auf eines der beiden großen Häuser der Dunmer... Der Dunmer... Haus Dwemer und Haus Dagoth beziehen. Mhm. Das stimmt. Heilige Nereva. Oh, ist sogar nicht viel.
Vor vielen Zeitaltern, irgendwann in der ersten Ära, vor über 2000 Jahren, Vanere war der größte General der Duma, erster Ratsherr und Gefährte von Vivek, Almalexia und Sotasil, die mit Hilfe des großen Ahnenringes ein Clan unter Mond und Stern die dunerischen Häuser vereinigten, damit sie sich in der Schlacht am Roten Berg gegen die boshaften Dwemer, das verräterische Haus Dagoth und seine westlichen Verbündeten stellen sollten. Durch die Vorstellung wurden die ungläubigen Dwemer vollkommen vernichtet und ihre Verbündeten besiegt, aber Nereva, der sich im Kampf mit dem Verräter Dagodur tödlich Wunden zuzog, wurde vom Roten Berg vertrieben. Nereva erlag nur wenig später seinen Verletzungen, doch er lebte lang genug, um die Geburt des Tempels zu sehen und die Einigkeit der Duma in die getreuen Hände der Almsivi, des Tempels und seiner Versammlung von Heiligen zu legen. Oh, Nereva. Und Zombie postet irgendwelche Links in Skype. Das haben wir auch geklärt. So, Agrenax-Artefakte. Ist die Scheiße? Egal, einfach vorlesen. Einfach nicht dran kümmern, Ticken. Du hast so genug Zeit. Du hast gerade mal 2 Folgen gefüllt. Unter dem Roten Berg entdeckten Bergleute der Dwemer einen großen magischen Stein. Mittels verschiedener Methoden konnte Lord Akrenak, Hohepriester und Mitglied der Magiergilde der alten Dwemer, feststellen, dass dieser magische Stein das Herz des Gottes Lorkhan war, das in der Ära der Dämmerung dorthin gebracht worden war, als Strafe dafür, dass er die Welt der Sterblichen erschaffen hatte. Agrenak beschloss, die heiligen Kräfte des Herzens zu nutzen, um einen neuen Gott zu erschaffen, der ausschließlich den Wemern dienen sollte. Und so erschuf er 3 große verzauberte Artefakte, die als Kagrenaks Artefakte bezeichnet werden. Seelenschutz ist ein verzauberter Handschuh, der seinen Träger vor dem Tod bewahrt, wenn die Kräfte des Herzens abgesaugt wird. Seelendonner ist ein verzauberter Hammer, der das Herz trifft und exakt die dafür benötigte Menge und Art an Kraft erzeugt. Seelenklinge ist eine verzauberte Klinge, mit der die Kraft des Herzens angezapft und konzentriert werden kann. Niemand weiß, was geschah, als Kakrenak diese Artefakte bei der Schlacht am Roten Berg auf das Herz richtete. Aber die Rasse der Dwemer verschwand vollständig aus der Welt der Sterblichen. Lord Nereva und Lord Dagoth bargen diese Artefakte und wussten nicht, was sie mit ihnen anstellen sollten. Nereva bat Dagoth, die Artefakte zu bewachen, während er zu seinen Beratern Vivek, Almalexia und Sotasil reisen und sich mit ihnen besprechen wollte. Er ging und sprach mit seinen 3 Beratern und sie beschlossen, gemeinsam zum Roten Berg zurückzukehren, um zu entscheiden, was getan werden soll. Zum Beispiel, dass Chicken jetzt erstmal was trinkt, weil ihr Hals doch langsam allmählich, ne? Flüssigkeitsmangel. Sowohl in meinem Mund als auch jetzt in meinem Glas. Doppelt gemoppelt hält eben besser, ne? Ach, herrje. Das ist doch alles Verschwörung. Aber während Nereva fort war, wurde Dagoth von der Macht der Artefakte verführt und verwirrt. Als Nereva und die Berater eintrafen, weigerte er sich, die Artefakte aufzugeben und behauptete, er hätte Nereva geschworen, sie zu schützen. Dann kämpfte Dagoth mit Nereva und den Beratern und wurde tödlich verletzt und vertrieben und die Artefakte wurden geborgen. Merkwürdige Reihenfolge. Darauf beschlossen Nereva und seine Berater, die Artefakte sicher zu verwahren. Sie alle leisteten einen großen Schwur, die Artefakte niemals zu benutzen. Doch nach Nerevas Tod gaben Vivek, Almalexia und Sotasil der Versuchung nach. Sie nahmen die Artefakte an sich, reisten zu Lorkhans Herz, das unter dem Roten Berg begraben war, und gaben sich selbst göttliche Kräfte. Von wegen Versprechen?
aber ihr habt das Nerevar doch versprochen. Damit hat ja sein Vertrauen verloren. And losing a friend's trust is the fastest way to lose a friend forever. Forever!